Hallo YouTube. Hier ist er wieder, euer Butchern Diego. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es ist der längste, auch der schönste Winter, seitdem ich LS spiele. Ja? So nennen wir auch das Video. Ich wollte erst gar nicht aufnehmen, aber ich habe im Moment einen flackerfreien Winter. Das kommt auch nicht oft vor. Ich habe nochmal am Shader rumgefummelt und jemand hat in den Kommentaren geschrieben, Shader Cache löschen hilft, aber leider nicht immer. Na, aber wenn es so ist, bin ich ja schon happy. Ja, bin happy, bin eh happy. Ja, das ist wirklich sehr schön. Also Butchern ist schön, der LS ist schön, das Leben ist schön. Das ist alles schön im Moment. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, ne? Aber ist so, ich kann es ja nicht ändern. Ich habe hier mich auch erweitert schon. Yo. Da muss man natürlich noch dazu sagen, das haut immer noch nicht wirklich hin mit den Höhenangleichungen. Es ist einfach, also ich habe das vorher ausprobiert, ob es passt, ne? So, in-game, aber ohne zu speichern. Habe dann abgebrochen, nochmal neu gestartet, die ganze Fläche planiert. Und dann die Gebäude hingestellt und dann haut's auch hin, ne? Sonst hast du hier auf einmal, also hier war auf mal ein Meter tiefer und ich krieg das auch nicht dabei, ne? Hier vorne war ein halben Meter tiefer, wo ich nicht dabei kam. Ne? Und dafür hatte ich hier auf der anderen Seite auf so einen dicken Hubbel, wo ich nicht, ne? Also das funktioniert einfach noch nicht, ne? Funktioniert einfach noch nicht. Gut, aber wenn man es weiß und vorher planiert, dann ist ja auch schon wieder easy, ne? Ich bin hier gerade mit dem Ballenanhänger, ist übrigens auch neu, der Ballenanhänger, auch gerade frisch abgeholt beim Jans. Hier bin ich noch nicht fertig, ne? Ich habe ja, wie gesagt, erstmal noch vorbereitet. Das muss ich jetzt noch angleichen. Das ist jetzt aber nicht mehr die meiste Arbeit, ne? Wichtig war halt, dass das hier alles hinpasst erstmal. Das war erstmal das Wichtige. Und das hat super geklappt. Und hübsch machen kennt ihr ja, ne? Das machen wir nachher, machen wir uns das hübsch. Und ich habe... gut, wenn Meter Schnee liegt, ist nicht so gut. Aber ich habe die Hütte mit den Solarzellen genommen. Weil gibt Geld, ne? Und ihr wisst ja, aus alten Folgen, ich bin leidenschaftlicher Geldsammler, ne? Klappt zwar nie, aber ich sammle, ne? Hier das hier zum Beispiel, ne? Ich habe versucht, das noch mehr anzugleichen. Geht nicht, ne? Der will es einfach nicht, ne? Der will... wahrscheinlich, weil das Silo einen gewissen Bereich hat und der Baum hat seinen Bereich und die Scheune hat seinen Bereich und da will er jetzt nicht mehr. Das ist das Maximum. Deswegen bin ich hier gerade mit dem Ballenanhänger runtergebügelt. Geht aber. Ist jetzt kein Traum, aber auch kein Albtraum. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, ob ich hier später mal, wir können das mal einmal ganz kurz anwuppen, ob wir da später mal unseren Hofladen hinmachen, also unseren Bäcker. Ne? Oh, der Bäcker ist aber groß. Jetzt muss ich mal kurz einmal den Bäcker haben hier. Oh, ich wusste nicht, dass der Bäcker so ein Riesenladen ist hier. So, der hat da einen Trigger. Und da muss ich nur rein zum Dingsen, ne? Gut, also der hat hier hinten Abladen und B-Laden. Dann gehen wir wieder rüber auf deine Seite hier. Wäre es am liebsten, wenn ich den Hofladen hier quasi hin dingsen könnte. Machen wir vielleicht einen Baum weg. Aber das können wir ja auch, das haben wir auch schon geübt. Eigentlich muss die Eingangstür zur Straße sein, ne? Ja, oder ich muss ein paar Parkplätze dahin malen. Weil die Leute wollen natürlich auch dann ein Brötchen kaufen, ne? Ist schwierig hier, ne? Na, mal gucken, vielleicht machen wir den Hofladen noch woanders hin. Ich hätte den halt gerne hier hingehabt. Vielleicht auch, oder hier. Ich glaube, hier ist der noch besser, ne? Hm. Dass man dann vom, oh ja, so. Dann muss der Baum hier weg. Und dann hier schön, oh, das wird was. YouTube, das wird was. Aber Hofladen kommt später. Viel, viel später.
Ich mache übrigens auch so lustige Sachen wie Schneeschieben. Ich habe zum allerersten Mal im LS Schnee geschoben. Ja, weil ich halt viel Silage fahren muss. Also ihr könnt mich übrigens auch umbenennen in den Silo King, ne? Ich möchte jetzt umbenannt werden in Diego der Silo King. Was ich hier an Geld mache mit Silage verkaufen, das geht auf keine Kuhhaut, ne? Das ist abartig. Schneeschieben, ich bin fasziniert, ne? Ich habe das Feature noch nie benutzt und wie lange gibt es das schon, ne? Ich find's mega. Und wie gesagt, muss man jetzt nicht machen, aber wenn man jetzt Glück hat und man hat einen flackerfreien Winter und man muss eh die ganzen Sachen im Winter verhökern, wegen Preis und so, ne? Dann macht das natürlich Sinn. Ne? Und auch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist ja auch nicht gerade unlustig, ne? Also ich bin imprägniert, wirklich. So, ist aber gut jetzt. Wir wollen keinen Schnee schieben. Ach so, warte mal. Oh Mann, der meint es aber ernst hier. So, komm, hier, schieb dich an der Seite. So. Fertig. Wir wollen Silo verkaufen. Also, wir wollen nicht unbedingt, aber es gibt halt Chips ohne Ende, ne? Das ist eine Piep deine Mutter Gelddruckmaschine. Was soll ich denn machen, ne? Ich habe hier Wohlstand auf der Map. Es ist großartig. Wirklich großartig. Oh, der Deutsche, der steht aber auch im Weg. So, los, komm jetzt, gib Schub. Gib Schubrakete. Ja, den Hof, den räumen wir irgendwann später mal auf. Wenn ich Lust habe. Wie gesagt, der Winter, der zieht sich jetzt natürlich durch Ausprobieren, ne? Anhalten, also ne? Machen, tun, und dann, nee, war so und so noch nicht, aber so ähnlich, ne? Dann wieder neu starten und dann, ist immer noch Winter, weißt du. Aber egal, der längste Winter im LS, aber auch wirklich der schönste Winter, ne? Kann man nicht anders sagen. Und ich habe übrigens nicht nur dieses Fahrsilo noch dabei gekauft. Weil meine beiden Fasilos, die habe ich nur mit Gras schon überladen. Ne? Also da waren mehr Liters drin, als da eigentlich reingingen. Sah mal ein bisschen komisch aus, wenn er da oben noch so ein Kilimanjaro, so ein Zuckerhut oben drauf auf dem Silo hat. Ne? Deswegen habe ich mir die beiden Silos an der BGA auch noch gekauft. Das sind mir. Ne? Hier, das Scheunchen habe ich mir gekauft. Drei Zaunelemente habe ich schon verkauft, dass ich da auch mal reinfahren kann. Ich werde es natürlich erstmal einmal mähen, gucken, wie das so geht, mähtechnisch. Und später wird dann Wald angepflanzt. Ne? Da kommt der Holzmichel-Diego kommt da rein. Ne? In den eingezäunten Bereich hier, zwischen Alienwand und Straße. Ich sag ja, großartig. Also die Butchern ist sowas von nach meinem Geschmack gebaut worden. Das macht mir schon direkt Angst. Wisst ihr das eigentlich? Kriege ich Angst, wenn ich sowas sehe. Ja, wie gesagt, müssen wir halt gucken. BGA selber habe ich jetzt erstmal noch nicht gekauft. Schweine habe ich auch lange hin und her überlegt, aber ich glaube, die Schweine und ich werden im LS doch keine Kumpels mehr werden. Ne? Wir müssen mal gucken, wie wir das alles machen hier noch. Ey, und jeder Anhänger sind 25 Scheine, ne? Es macht einfach Spaß. Ne? Es macht einfach Spaß, wenn man so eine Winter-Gelddruckmaschine am Stissel hat. Ne? Und vor allen Dingen dann, wenn man ja auch wenig spielt, so wie ich, und trotzdem Erfolge feiern kann. Ne? Ich sehe schon, ich kriege gleich auch noch eine andere Sämaschine. Die Cockerlink geht weg und gibt es ein anderes schönes Ding für. Weiß ich jetzt schon. Und danach gibt's einen richtig fetten Deutz. Geht der Fergi weg. Und ich habe mir da was angeguckt. Ich brauche über 300 PS, stand da. Und ja, 300 PS gibt es in Deutz-Grün. Habe ich gesehen. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen Acker muss ich noch kaufen. Und dann geht das los, dass wir dann mal einen eigenen Bäckerladen kriegen. Honig muss ich noch machen dann. Gewächshäuser habe ich ja schon, die muss ich dann nur umstellen auf Earthburn.
ne? Ah, eine Molkerei braucht man auch noch, ne? Ah, shit. Ja, la, 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 la. Molkerei, da muss ich mal gucken, ob ich mir was Gemoddetes hole. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Man kriegt aus einer normalen Molkerei, kriegt man keine Butter, ne? Die muss einem schon gehören, ne? Sonst macht die das nicht, ne? Gut, ich kann auch die Molkerei da hinten kaufen. Irgendwo war die doch, ne? Ich weiß gar nicht genau, wo war nochmal die Molkerei? Wir gucken gleich mal, wenn der beladen muss, dann kann ich eh nichts machen. Ey, 1A geparkt hier. Welcher großartige Kerl war das? Wahnsinn. Und was noch ein Thema ist, Palettengabeln, ne? Ich muss Percy mal fragen, ob er diese Autoload dreifach Ballengabel noch hat, oder eine vierfache war das, glaube ich, sogar. Die wäre, glaube ich, ziemlich gut zu gebrauchen noch, dass man sich immer Vierer-Stacks machen kann. Wenn nicht, nehme ich den Four-Stack. Geht auch. Dann nehme ich den Four-Stack für Quaderballen jetzt, ne? Ne, und hier so eine Palettengabel, ne? Eine große Silagegabel brauche ich auch noch. Zum Mischfutter machen, ne? Dann muss ich nicht immer umkuppeln, wenn, ne? Ja, ist auch egal. Eine Palettengabel mit Autoload-Funktion. Die wäre noch extrem wichtig, wenn ich Erdbeerpaletten und sowas fahren will. Ich werde wahnsinnig, ne? Und das war früher, Shady Baby hat mich da drauf gebracht. Das war früher im 17er war das schon ein Riesenthema. Ey, einmal mit der Autoload-Funktion, zack, die Palette drauf. Und wieder auf Entladen gedrückt, dann hattest du die gerade auf der Gabel. Das sind schon 1000%. Wenn du die Palette vernünftig gerade auf der Gabel hast, dann kannst du auch was damit tun. Nur wenn die dann schon wieder kreuz und quer da durchspackt, quer über die Map schießt und ey, das ist nichts für meinen Blutdruck, ne? Ich sag so, wie es ist, ne? Das passt nicht zu meiner entspannten Lebensart. Ist einfach so, ne? Nee, aber ich weiß nicht. Also wenn ihr was wisst, wenn es sowas gibt schon, Autoload, Palettengabel, also der muss am besten Eierpaletten nehmen und Erdbeerpaletten muss der nehmen. Ne? Alles andere ist nicht so wichtig. Wollpaletten ist nice to have. Ich weiß nicht, wie das strukturiert ist, ob der dann alle Paletten kann oder was, ich weiß es nicht. Ey, Giants war auch richtig gut drauf an dem Tag, wo die das Ding programmiert haben. Wirklich jetzt, ohne Scheiß. Das ist auch so mein absoluter Liebling hier, ey. Ja. Schön, schön, schön. Also ich bin schwer begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Schwer begeistert, dass ich jetzt nach all den Jahren immer noch geflasht werde, ne? Ist schon schön, ne? Gut, man freut sich über Kleinigkeiten, aber man kann sich noch freuen. Ich liebe es. So, ansonsten, ich glaube, wir machen das Video nicht zu lang. Die wesentlichen Sachen sind gesagt. Dann machen wir lieber nochmal ein Video, wo mehr Action ist. Weil Action war jetzt ja nicht viel. Es war viel Gelabere, wie immer eigentlich. Und dann gibt es im nächsten Video ein bisschen mehr Action. Diego ist draußen. Habt euch lieb.